Hallihallo und Servus YouTube, herzlich willkommen zu einer neuen Modvorstellung vom LS15. Ja, endlich ist sie da, die Rabe-Toucan-Kreiselegge. Ja, wir schauen sie uns zuerst mal kurz im Shop an und da erwartet uns ein brutal geiles Bild und ein brutal geiles Logo. Hier Rabe vom umgebaut oder beziehungsweise gemacht vom Agrarservice SHS mit sehr, sehr schönem Bild, sehr, sehr tollem Logo, sieht wirklich top aus. Toller Beschreibung, die Kreiselegge Rabe-Toucan eignet sich perfekt zur Saatbettbereitung nach dem Flug. Wir haben eine Arbeitsbreite von 3 Metern, eine benötigte Leistung von 100 PS, also fast mit jedem Traktor zu ziehen und Unterhaltskosten von 20 € am Tag. Die Kosten für die Kreiselegge betragen 12.000 €. Genau, was mir hier ein bisschen negativ auffällt, ist natürlich, dass leider diese Rabe-Schriftart oder auch die Toucan-Schrift hier richtig verschwommen und verpixelt sind. Aber an sich zum Modell kann man wirklich nur sagen, das ist ein sehr, sehr schönes Modell. Hier hinten der Hitch eben zum Ausheben der Sämaschine. Das Problem ist, wir haben aktuell noch nicht diese Original-Sämaschine aus dem LS 2013. Diese Amazone D9, glaube ich, war das. Und ich denke mal, er hatte angekündigt, der die Kreissäge gemacht hat, der Modder, dass die auch noch nachkommt. Also freuen wir uns schon mal darauf und wir probieren das gleich mal aus und heben die mal. So, jetzt haben wir hier die Kreissäge, funktioniert natürlich perfekt. Heben, senken, logisch. So, jetzt können wir anschalten, dann seht ihr schon mal, wir haben ja Gott sei Dank den Drive Control drin, dass ich hier diese, ja, was ist das, diese, ich wüsste jetzt den Fachbegriff gerade nicht, aber ich weiß ihn sicherlich, dass hier auf jeden Fall die Kreissäge angeschaltet ist und sich diese ganzen Kreise, sag ich mal, alle sehr, sehr schön drehen. Und natürlich, wenn wir senken würden, dreht sich auch die Walze hinten. So, der Hitch ist das Teil hinten hier, mit dem könnt ihr die Sämaschine ausheben. Habt ihr sicher schon in der Realität oder mal im LS13 bei anderen Videos gesehen oder eventuell schon selbst gemacht. Das funktioniert hervorragend. Und man braucht natürlich dann, wenn man hinten eine Sämaschine hat, ein echt dementsprechendes Gegengewicht. Entweder einen Frontpacker oder vorne ein relativ schweres Gewicht. Da natürlich dann das Hebelwirkungsgesetz einsetzt und natürlich desto weiter hinten es umso schwerer wird. Und es den Traktor umso weiter nach hinten zieht. So, wir schalten jetzt mal an und fahren einfach mal. Und wir können feststellen, dass wir auch richtig schön diese Texturen und diese Animation haben. Der Grubber-Textur, wie es sich so schön grubbert, sieht richtig toll aus. Die Walze dreht sich perfekt. Hinten kommt der Staub, beziehungsweise ja, Aufwirbelung. Staub sieht wirklich toll aus, also einwandfrei. Natürlich. Eventuell die Rabe Toucan im Vergleich zu einem 3-Meter-Grubbe kann man die genauso nehmen und benötigt halt im Prinzip genauso viel PS. Ist halt kürzer, es lässt sich leichter lenken. Mit Sämaschine geht auch direkt Saat, aber nicht mit dem Helfer. Der Helfer hatte da immer Probleme im LS13 sowie auch hier. Also da will ich das schon manuell machen, aber seht selbst der John Deere hier 62, 6810 kann das hier locker bewerkstelligen, hat ja auch 135 PS. Ja, Freunde, und das war es eigentlich auch schon wieder. Eine Top-Kreislegge ist aus dem LS13 wieder zurück in den LS15 gekommen. Und dafür vielen Dank. Jetzt warten wir nur noch auf die Sämaschine. Und ich denke, dann werden alle Freunde von purem Realismus, die jetzt mit Frontpacker, Kreislegge und Sämaschine hinten an den Hitch angehängt haben, die immer so spielen, werden dann richtig ihre Freude haben, kann ich sagen. Definitiv. Und ja, dann vielen Dank für den Mod. Und wir warten auf die Sämaschine und hoffen, dass die genauso geil wird, beziehungsweise die war ja sowieso schon geil, da gibt es nicht mehr viel zu machen. Und freue mich richtig drauf. Ja, vielen Dank, Agrarservice. Und ja, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, Freunde. Servus.